Mir fehlen die Löwenspiele, Papa. Ja, mir auch. Unglaublich, dass es die Löwen schon 10 Jahre gibt und wir nicht mal das Jubiläum zusammen feiern können. 10 Jahre? Wie war das denn damals? Das waren Zeiten, Junge. Ein einziges Auf und Ab der Gefühle. Auf einmal gab es keine Lions mehr. Doch dann irgendwann gab es Hoffnung und auf einmal wurden die Löwen geboren. Das war völlig verrückt. Verrückt? So lässt sich das, was vor 10 Jahren hier passiert ist, wohl am allerbesten umschreiben. Wenn man überlegt, was das für ein Jahr war, für ein schwieriges Jahr auch für den Eishockey-Fan durch die Insolvenz der Frankfurt Lions im Mai 2010, das wollte ja keiner wahrhaben und die Lions gehörten ja von jeher zur DEL. Insofern war das schon sehr, sehr schwierig und natürlich auch bitter für jeden Fan, dass die Frankfurt Lions dann insolvent waren. Und wenn man dann überlegt, dass wir hier 2010 im Oktober die Halle aufgesperrt haben und dann war da direkt volles Haus, so viele Menschen, die das Spiel sehen wollten, das war schon wirklich sehr, sehr emotional. Andreas Stracke, den ich ja auch damals schon sehr, sehr lange kannte und ein guter Freund von mir ist und heute noch war, hatte mich im Juni 2010 angerufen und hat gesagt, Stefan, lass uns mal treffen, ich habe eine super Idee. Wir haben uns dann in irgendeiner Appleboy-Wirtschaft getroffen, ich glaube, es war irgendwo in Hochheim und Andreas meinte dann zu mir, du Stefan, lass uns Eishockey neu machen, wir gründen die Löwen. Ich fand die Idee gar nicht so witzig und habe ihn dann auch erst mal beschimpft. Wir haben den restlichen Abend dann nicht mehr über das Thema Eishockey gesprochen, aber je länger ich dann drüber nachdachte, auch zu Hause die nächsten Tage, habe ich ihn dann angerufen und habe gesagt, du Andreas, lass uns nochmal treffen. Und dann haben wir Pläne geschmiedet, wie wir das Thema Eishockey, professionellen Eishockeysport, aber auch mit Nachwuchsförderung in Frankfurt neu aufsetzen wollen und der Rest ist Geschichte. Also wenn ich an den 10.10.2010 zurückdenke, Gänsehaut pur, wenn ich überlege, was da los war, so viele Fans, die kamen und wir haben ja überhaupt nicht gewusst, wie viele Fans kommen, als wir aufgesperrt haben und dann war es Haus für ausverkauft, Gänsehaut. Pur war das erste Heimspiel 2010. Es war egal, ob wir in der 4. Liga spielten, es war egal, ob wir Trikots hatten oder ein Logo hatten. Hauptsache, wir hatten unser Eishockey wieder. Und hier haben die Leute Schlange gestanden, bis da unten an die Treppe. Jeder wollte dabei sein bei der Geburtsstunde der Löwen. Das erste Bulli musste sogar nach hinten verschoben werden, weil der Andrang so gigantisch war. Mehr als 5000 Fans in der 4. Liga. Das musst du dir mal vorstellen. Und wie ging das erste Heimspiel der Löwen damals aus? Das erste Heimspiel, da stand es nach 4 Minuten schon 1-0 durch Michael Schwarzer. Die Halle, die kochte, war so eine riesige Stimmung hier. Nach dem ersten Drittel stand es sogar schon 4-0 für die Löwen. Und am Ende haben die Löwen mit 7-1 gegen die Iserlohner EC. Das war natürlich etwas, womit keiner gerechnet hatte. Wir wussten, es ist eine Menge Euphorie im Umfeld. Wir hatten es gesehen beim ersten Auswärtsspiel in Netzen, wo ja schon 600, 700 Frankfurter Fans mitgereist sind. Und dann hat sich eigentlich so rausgestellt, als es dann immer wieder verschoben wurde und nochmal 15 Minuten später und nochmal 15 Minuten später, dass die Halle bis zum letzten Platz gefüllt sein wird. Am Ende waren es dann, glaube ich, 5.500 Zuschauer. Und ich glaube, jeder da unten hat wirklich gezittert. Ja, und keiner wusste, was uns erwartet. Und als die Halle dann wirklich voll war, ja, es waren einfach Emotionen pur. Ja, und wenn man dann noch, ich kann mich noch genau an mein Tor erinnern, wie der Körbs, glaube ich, von unten hochfährt und dann mit der Rückhand ablegt und ich einfach direkt schieße. Und der Puck ist, glaube ich, durch die Beine vom Goalie ins Tor gegangen. Und ja, es ist einfach ein unglaublicher Moment dann, wenn dann auf einmal 5.500 Leute aufschreien und mit dir jubeln. Ja, es waren eigentlich, jeder Spieltag war ein Fest. Und dann natürlich das Highlight am 12.12.2010 mit einem neuen Logo, mit einem neuen Trikot aufzulaufen. 7.000 Zuschauer, keine einzige gelbe Sitzschale war mehr zu sehen. Und das war natürlich nochmal ein besonderes Highlight. Und das war so der Zeitpunkt, wo man gemerkt hat, jeder wollte dabei sein. Bei diesem historischen Moment, als das Banner mit dem neuen Löwenlogo und das Hallendach gezogen wurde. Und danach haben wir Neuwied mit 10-3 aus der Halle gefegt. Diese Mannschaft, die marschierte und marschierte, aus 24 Spielen, glaube ich, 21 Siege geholt. Und dann ging es direkt in die Oberliga hoch. War das nicht die Zeit mit der Ehrensiegesserie? Genau, das war die Zeit und das war genau die Saison, wo du dein allererstes Löwenspiel gesehen hast. Aber warte mal, ich habe meine Idee. Hi, Clark. Hey, buddy. How's it going? Thanks for calling. Yeah, that 49 win streak was quite incredible. It was just a team that wanted to win every game. We had one common goal, and that was the Aufstieg. And just the
the boys played every single game like it was our last. We knew it was Aufstieg or nothing, and we wanted nothing more than to move up. Yeah, I remember just being on the bench and the time counting down, and just all the different emotions and excitement that went through. We finally did it. We accomplished what we set out to do, and we had talked about it, like I said, all season, the Aufstieg, and to make Frankfurt hockey relevant again. And we did it. And when you accomplish something as a single person, it's great. But when you accomplish something as a team and as a group of guys like we did in an organization, it just, I think, means a whole lot more. So, that game was just, at the end, was incredible. And the party afterwards wasn't so bad either. But we were now wanting to prove that we could compete and be good in the second league. For us to get sixth place and to take, I think it was Bremerhaven to six games in the semifinals, our first year, that's pretty incredible. Bis ins Halbfinale haben wir es geschafft gehabt. An die Serie gegen Bremerhaven kann selbst ich mich noch gut dran erinnern. In Spiel 5 in der Serie habe ich mein erstes Schimpfwort gelernt. Danke, Papa. Lass mal lieber was Schöneres denken. Kannst du dich noch erinnern an das Summer Game? Bei uns im Waldstadion? Mit kurzer Hose und Sonnenbrille? Das war völlig Gacka. Und trotzdem so geil. Und das trauen sich wirklich nur die Löwen. Ja, ich mich daran zurückerinnere, die Trikots im Hawaii-Look, die Leute auf der Tribüne mit Sonnenbrille, überall lachende Gesichter, lachender, strahlender Sonnenschein. War schon ein fantastischer Tag. Und dann das Finale gegen Bietigheim, hier bei uns in der Eissporthalle, das sechste Spiel, die große Möglichkeit, Meister aller Klassen zu werden, gegen Bietigheim, gegen die Top-Mannschaft der DEL2. Und dann wurden wir tatsächlich Meister. Meister! Meister und wieder in eigener Halle. Das ist schon beeindruckend, was hier die letzten Jahre passiert ist. Hauptrundensieger 2019. Hauptrundensieger 2020. Einfach toll, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Ich glaube, wir haben viele junge Talente und auch viele erfahrene Profis. Und wir haben super zusammengewachsen mit einem super Trainerteam hinter uns. Und ja, am Ende der Saison einfach die beste Mannschaft aus Eis gehabt. Die Mannschaft, die Trainer, die sportliche Leitung, die Geschäftsstelle, alle Helfer und alle Fans, wir haben einen großen Traum. Wir wollen den Aufstieg schaffen. Hey, bist du bereit für Eishockey? Ja, Adam Mitchell, ja klar, so wie alle Löwenfans. Dann brauchst du das hier. Wow, danke! Wo soll es denn jetzt hingehen? Am liebsten ganz nach oben.